Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchprojekts und ich bin schon wieder spät dran. Hier ist echt ein bisschen was los. Zunächst will ich euch mal zeigen, was mich gerettet hat in den letzten Monaten. Und zwar das Shampoo von Balea Kopfhaut Control. Ich hatte nach einer Hormonumstellung super Probleme mit meiner Kopfhaut, sowas hatte ich noch nie. Es hat irgendwie ständig gejuckt und so. Nicht, dass es irgendwie brutal geschuppt hätte oder sowas, aber es war echt nicht schön. Ich habe mich die ganze Zeit am Kopf kratzen müssen, es war kein Spaß. Und dieses Shampoo hat mir perfekt dagegen geholfen. Am Ende hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass meine Haare damit relativ schnell nachfetten. Deshalb habe ich jetzt ein anderes gekauft. Aber die Zeit, die ich es benutzt habe, am Anfang vor allen Dingen, war es eine super Erleichterung für mich. Und das habe ich zusammen verwendet mit der Spülung für lange Haare, auch von Balea. Das war echt ein Traum. Haare wie vom Friseur hatte ich oft das Gefühl, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Zu Hause habe ich auch noch was davon und das werde ich dann auch weiter benutzen. Auch leer geworden ist von Boss Nuit Pour Femme. Hat mir gut gefallen und ja, keine Ahnung. Ich mag den Duft und ich denke, wer den Duft mag, der wird das auch zu schätzen wissen. Dann habe ich, apropos Duft, noch drei Duftpröbchen, die leer geworden sind. Einmal Angel von Terry Mugler. Das war nicht so sehr mein Fall, das kam mir ein bisschen schwer vor. Dann das von Alaya. Ja, das war jetzt auch nicht so mein Favorit. Und das Million Lady von Poco Rabanne. Ja, da bin ich auch froh, dass ich den leer habe, um ehrlich zu sein, weil ich ja auch schon die Full Size, die komplette Größe geleert habe und das war quasi so der letzte Rest dazu. Und dann sind noch ein, zwei, drei Sachen aus meinem Projekt leer geworden. Aber zuerst noch von Kiehl's das Öl für die Nacht, das Gesichtsöl. Und das fand ich wirklich gut. Ich weiß noch nicht, ob ich mir es kaufe, weil es riecht sehr stark nach Lavendel und manchmal sind so ganz starke Düfte auf dem Gesicht für mich nicht die richtige Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber manchmal verkrafte ich das nicht so gut. Deshalb bin ich mir noch unsicher, aber es war auf jeden Fall gut und reichhaltiger als das für den Tag. So, dann ist leer geworden der Quick and Go Nagellack von Astor in der Farbe 240. Ich bin froh, dass er leer ist, wirklich. Die letzten Male ist er nur schwerlich getrocknet und jetzt kam gar nichts mehr raus und endlich. Das letzte Mal war ich übrigens hier. Ich weiß nicht, ob man die Markierung sehen kann. Und es war dann nicht mehr so viel aufzutragen. Jetzt ist er raus. So. Und auch leer geworden ist von Benefit das Parfüm. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass es jetzt vorbei ist mit diesem schweren Kokos-Vanilleduft. Ist es Kokos? Ja, es ist Kokos. Es ist echt eine Nummer zu hart für mich gewesen. Wer solche süßlichen Sachen mag, für den ist es bestimmt auf jeden Fall was, aber für mich geht es gar nicht. Und leer geworden ist auch Flowerbomb von Viktor und Rolf. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich bin froh, dass ich es aufbrauchen konnte, bevor es schlecht geworden ist. So, und jetzt habe ich hier irgendwo auch rumliegen, was ich dafür reintun möchte. Zunächst sei mal gesagt, dass ich den Nagellack nicht auffüllen werde, bis ich wieder zu Hause bin, weil das hatte ich ja auch schon, glaube ich, letzte Woche in dem Video gesagt, dass es, ja, keine Ahnung, ich habe einfach keine mehr mitgenommen, weil ich dachte, so viel brauchst du eh nicht auf. Und deshalb sind es jetzt, glaube ich, nur noch vier Nagellacke in meinem Projekt. Und ich hoffe, dass sie deshalb größeren Fortschritt machen. Und wie ihr sehen könnt, ich trage den auch ständig. Den Nagellack aus meinem Projekt, das ist jetzt der von Essence. So, und an Parfüm habe ich genau eins mitgenommen.
Deshalb wird es quasi dann auch keinen zweiten Restock mehr geben. Und das ist das von L'Occitane, ein Creme-Parfüm, ein festes Parfüm. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist, so viel ist noch drin, also relativ viel. Das habe ich schon extrem lange. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich das außen anguckt. Jetzt spiegelt es so ein bisschen, dass ich das echt schon lange habe und oft auch in meiner Handtasche mit mir rumgetragen habe. Das ist so, wie sagt man? Kirschblüten ist der Duft, genau. Für mich riecht es ganz, ganz toll. Ich habe es auch heute Morgen drauf gemacht. Ein bisschen riecht man noch, aber nicht so viel. Das ist auf jeden Fall als nächstes auf der Liste, weil nur um es in der Schublade zu haben, da, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Und noch reinnehmen, statt quasi einem neuen Parfüm, werde ich von Lancôme mal wieder den Hypnose. Ja, ich glaube, ja, das ist nur das. Weil er sich schon wieder dem Ende neigt und ich nicht in alte Muster zurückfallen möchte und keine Ahnung, fast fertige, jetzt fällt mir der Name nicht ein, fast fertige Mascaren in die Schublade zu legen und dort vertrocknen zu lassen. Weil ich finde es echt nicht gut. Keine gute Aktion. Deshalb ist er jetzt wieder in meinem Projekt, ein neuer. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude beim Ansehen. Aber was ich noch sagen wollte, liebe Grüße an meine Kommentatorin von letzter Woche. Ich schreibe dir zurück. Und für alle anderen, wir sehen uns. Und ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Bis nächste Woche. Ciao.